staubtrockene Themen verständlich erklärt. Suchen Sie das. Sie sind bei uns beiden richtig zu einem Vortrag im Rahmen der Eurotier mit dem Thema Big FarmNet, die Vereinigung aller Steuerungssysteme auf einer Farm. Herzlich willkommen. Dennis, landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland sind häufig historisch gewachsen. Es sind Erweiterungen gekommen, es haben Investitionen stattgefunden und dementsprechend ist auch das technische Know-how und die Systeme, die auf einem Betrieb vorhanden sind, gewachsen. Mitunter haben wir unterschiedliche Oberflächen, unterschiedliche Systeme, die jetzt vorhanden sind und irgendwie verwaltet werden müssen. Gibt es hier nicht eine Möglichkeit, auch im Nachgang einen Bogen zu spannen, um eine Vereinheitlichung hinzubekommen? Ja, Daniel, vielen Dank. Im Endeffekt, wie du gerade beschrieben hast, wenn man die Situation vieler Landwirte so zusammenfasst, haben sie verschiedene Klimasysteme, verschiedene Fütterungssteuerungen, alles läuft getrennt. Und dennoch, die Fütterungssysteme sind auch nochmal ganz, ganz unterschiedlich. Und darum kann man auch überhaupt keinen direkten Vergleich machen oder eine Auswertung, weil man immer wieder mit anderen Parametern zusammenarbeitet. Und die Lösung dafür, die Big Dutchman hat, lautet Big FarmNet. Big FarmNet ist ein Steuerungssystem, ein Kontrollgremium, ein Kontrollzentrum der Farm, was die Tiere managt, den Siloinhalt, was die Tiere wiegt, aber auch das Klima steuert und die Tiere halt füttert. Aber auch zentral die Alarme managt. Wenn man sich das jetzt anschaut, wir haben die Trockenfütterung, die wir darüber steuern können. Wir können über optisch, heißt über Kameratechnik, Gewichte erfassen. Wir können die Flüssigfütterung darüber steuern. Die Klimasteuerung können wir da durchführen. Wir können individuell Sauen damit füttern, über Abrufstationen. Das Silomanagement machen, aber auch Sortierwagen, Babyferkelfütterung wie die Colina und halt Wasserverbrauch messen. All die Sachen sind zusammengefasst in Big FarmNet. Und hier kann man eigentlich jetzt ganz gut erkennen, Big FarmNet ist eine Software, die eine komplette Farm abbildet. Und das strukturiert jedes Gebäude, jedes Abteil und seine differenzierten Steuerungssysteme, Fütterung, Klima, Wassermonitoring und so weiter. Jetzt ist sehr schön von dir dargestellt worden, so der technische Kontext und auch die Darstellung in dem Sinne. Am Ende des Tages, von der Anzahl auf einem Betrieb habe ich ja eher wenig technische Komponenten, aber die Vielzahl, die ich habe, ist ja meine Kundschaft von meinen Systemen, die Tiere an sich. Wie werden denn die Tiere dargestellt, verständlich und übersichtlich? Ja, und das ist im Endeffekt auch genau das Entscheidende. Wir haben jetzt hier alle Tiere in einer Datenbank. Egal, ob es der Ferkelstall ist, ob es der Sauenstall ist oder der Maststall. Die werden wahrscheinlich auch mit verschiedenen Fütterungssystemen gefüttert. Mhm. Bei Big FarmNet ganz egal. Weil eine Datenbank regelt die ganze Steuerung. Und was das Schöne ist, du weißt ja, der eine Kunde liebt es so, der andere Kunde liebt es so. Bei Big FarmNet kann man sich aussuchen, wie man das haben möchte. Man baut sich halt sein Bestandsbuch genau so zusammen, wie man es haben möchte. Man sieht nur die Informationen, die man auch haben möchte. Wenn wir jetzt einfach mal durchgehen, ist auch ganz, ganz einfach. Einfach mit Drag and Drop. Man wählt jetzt zum Beispiel hier Bucht 3 aus, zieht die zum Beispiel in Abteil 4 in Bucht 3 rein und dann wird einfach nur noch gefragt, möchtest du die Tiere umstallen? Alle? Oder vielleicht auch nur ein paar? Wenn du alle umstallen möchtest, einfach OK drücken. Und was hier das Besondere ist, das sind zwei verschiedene Fütterungsanlagen. Das kann kein anderer. Und das ist besonders. Und du weißt ja, was ist das Wichtigste? Guck uns beide an. Das Essen. Und darum auch die Futterrezeptur. Und das ist jetzt auch egal. Ich lege eine Futterrezeptur an von 6 Kilo Ferkeln bis 120 Kilo Maschwein. Und ist egal, wie viele Fütterungssysteme die Tiere durchlaufen. Die kriegen immer die gleiche Rezeptur, weil wir sie nur einmal anlegen. Weil die Futterkurven werden einfach geteilt. Ja, du kommst jetzt auf einem sehr persönlichen Level an, aber trotzdem, das Bedürfnis ist ja das Erste, erstmal, dass die Versorgung sichergestellt ist. Und da denke ich einfach immer so weiter, dafür ist es ja auch nötig, dass ich irgendwo zusammenarbeiten kann mit meinen vor- und nachgelagerten Schnittstellen. Ich denke jetzt zum Beispiel, haben wir irgendwelche Möglichkeiten, uns mit der Futterbelieferung von Mischfutterherstellern auseinanderzusetzen und vielleicht auch in Richtung Vergleichbarkeiten im Anschluss, um auch Auswertungsmöglichkeiten zu haben. Ich sage nur so ein Schlagwort Sauenplaner. Hast du da auch eine Antwort für mich? Ja, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, aber da haben wir eine schöne Lösung gefunden. Ich sag mal, du kennst es auch,
Betriebe sind historisch gewachsen, man hat Datenstandort, Datenstandort. Und zum Beispiel, wenn man mehrere Farmen hat, verbindet man die und schickt all diese Informationen in eine Cloud. Und da gibt es definierte Schnittstellen und die werden mit der Schnittstelle von dem Saumplaner gekoppelt. Und dann können wir einen vernünftigen Austausch der Daten machen. Jetzt hast du einfach die Angst, du hörst, wir schicken die Daten in eine Cloud. Aber da braucht man gar keine Angst haben. Die Daten gehören weiterhin dem Kunden. Da hat Big Dutchman keinen Vorteil oder Nachteil von. Heißt, die Daten bleiben beim Kunden. Volle Kontrolle auch beim Kunden. Die andere Geschichte, wir haben mehr und mehr auch Großbetriebe, die wirklich schon auf ERP-Systeme wie SAP setzen. Und da braucht man auch eine vernünftige Schnittstelle, um gerade auch die ganzen Futterverbräuche oder vielleicht Futterrechnungen auch schon hochzuspielen, um das zu kontrollieren. Wir schicken auch unsere Big Farmnet-Daten, heißt unsere Futterverbräuche, hoch in unsere Cloud, in Big Farmnet Fusion. Da werden die ganzen Daten strukturiert, analysiert und werden dann mit einer einheitlichen Struktur hochgegeben in das ERP-System von dem landwirtschaftlichen Betrieb. Und ganz am Anfang hast du das noch was angesprochen, Futtermühlen. Genau. Und jeder kennt es auch. Freitagsabends, Silo ist leer, 2 Tage. Samstags, wenn du Glück hast, kriegst du noch Futter. Vielleicht reicht es auch noch bis Montag, aber es ist immer ganz schön kritisch. Das braucht man gar nicht, die Angst haben. Man kann sich mit der Futtermühle zusammentun und man macht die Futtermühlenintegration. Wir schicken wieder die Daten in die Cloud. Von dieser Cloud holt sich die Futtermühle die Daten und löst automatisch Bestellungen aus. Du kannst das automatisiert machen, dass du gar keine Informationen kriegst, sondern dass die Futtermühle das vollautomatisiert macht. Oder du kriegst eine Information, dass du per App oder per Big Farmnet Manager einmal bestätigen musst und dann wird die Bestellung ausgelöst. Somit hast du keine leeren Silos mehr. Okay, ich sag mal Integration, vielleicht spontan gedacht Fluch und Segen zugleich. Absolute Technikhörigkeit ist auch nicht immer gut in dem Moment. Wie sieht es denn aus, wenn ich noch so semi-automatisch vielleicht bei meinen Silos ab und zu auch nochmal selber einen Überblick behalten möchte? Besteht da die Möglichkeit? Ja, Daniel, ich bin eigentlich auch manchmal so ein Typ, einfach erstmal händisch das lösen. Und jeder kennt das Bild, scheiß Wetter draußen und ich muss raus. Es regnet und muss gucken, Silo ist voll oder leer. Ziehe ich meinen Handzettel wieder raus und schreibe auf, Silo 1. 5 Tonnen Vormast, Silo 3, 6 Tonnen Endmast. Ist das nicht schön, wenn man da auf dem Sofa sitzen kann und das vom Sofa aus kontrollieren kann? Mit Sicherheit. Und das können wir. Hier bekommt man einen schönen Überblick über alle Silos, wie voll die sind, kann sehen, wie viel Futter noch drin ist und kriegt auch schon mal eine Warnung, wenn es leer ist, dass ich gar nicht ins Leere komme. Heißt, vorher bekommt man die Warnung, nicht wenn der Silo leer ist, sondern schon vorher und kann dann ganz normal und gemütlich bestellen. Des Weiteren, man kann auch mal gucken, wie viel Futter habe ich die letzten Tage bekommen. Man kann sich die Anlieferungen anschauen. Dann kann man sich die Verbräuche anschauen, wie viel Tonnen oder wie viel Kilo jeden Tag in die einzelnen Abteile oder in die Ställe halt hineingegangen sind. Und halt aber auch schön als Balkendiagramm, dass man auch sieht, okay, waren die Mengen immer gleich oder habe ich immer an bestimmten Tagen weniger Abnahmen gehabt. Das kann man da alles schön sehen. Ja, sehr beeindruckend. Jetzt fällt mir gerade ein bei der Thematik Silo-Verwaltung, Silo-Management. Ist vielleicht so ein bisschen ein deutscher Schwerpunkt, aber in Deutschland ist es ja so, dass die landwirtschaftliche Produktion aus steuerlichen Gründen manchmal aufgeteilt ist. Es gibt ja einen landwirtschaftlich zu besteuernden Betriebsbereich und manchmal auch einen Betriebsbereich, der gewerblich versteuert wird. Da denke ich zurück gegenüber dem Finanzamt und in der Darstellung ist es da ja auch wichtig, eine klare Kante zu haben und alles auseinanderhalten zu können. Gibt es dort die Möglichkeit, dass das Programm dies für mich mitverwaltet? Ja, wie man jetzt hier schön sehen kann, man kann schön Unternehmensdaten anlegen und über diese Unternehmensdaten sage ich, das ist Betrieb 1, der den Sauenstall hat. Betrieb 2 hat den Ferkelstall, Betrieb 3 hat den Maststall. Lege das in meiner Struktur an und wenn ich das so möchte, sehe ich dann, wenn ich mich mit Betrieb 1 anmelde, sehe ich auch nur die Daten aus dem Sauenstall. Aber das Entscheidende ist ja eigentlich nicht dieses Sehen und so weiter, sondern dass ich automatisch Lieferschein und Rechnung generiere. Heißt, dass ich auch richtig vernünftig für meine Buchhaltung alle Informationen habe, Rechnungen, Lieferscheine, dass die Sachen auch vernünftig untereinander abgerechnet werden können. Ja, das ist verständlich in dem Moment und auch sehr praktisch. Ich glaube, so für den Themenbereich Außen und alles, was dazugehört ist, fühle ich mich von dir, Dennis, echt gut abgeholt. Ich gehe jetzt nochmal einmal weiter. Man darf das Tier ja nicht aus dem Auge verlieren in dem Moment. Und da gilt es ja, das Tier möglichst bedarfsgerecht und optimiert zu versorgen in dem Moment. Welche Funktionalitäten hält das Big Farmnet denn für diesen Anwendungsfall bereit?
Wenn man erstmal an das alte Traditionelle denkt, sagt man ja immer so, das Auge des Mästers mästet die Schweine. Mhm. Dafür reicht es ja erstmal, dass ich verschiedenste Möglichkeiten habe, wo ich meine Daten eingeben kann. Und hier haben wir verschiedenste Möglichkeiten. Wir können es an unserem Controller machen, an den Steuerungscontrollern, den 510, die die Fütterungsanlagen steuern. Wir können es im Büro machen, an dem normalen Big Farm Net Manager. Oder ich benutze einfach meine App, wenn ich durch den Stall durchgehe und mache per App meine Anpassung. Wenn ich ein bisschen mit der App, haben viele dann erstmal immer die Bedenken. App, funktioniert das überhaupt überall? Was kann ich da machen? Ich kann Futteranpassung machen, Tierbewegungen, Anzahl, Vergleichung. Erstmal die wesentlichen Sachen, weil in der App muss das ja auch vernünftig strukturiert ablaufen. Darum die wesentlichen Sachen sollte man da tun. Und dann hat man wahrscheinlich häufig das Problem, ich habe keine Internetverbindung. Ein typisches Problem in Deutschland ja. Und im Stall besonders. Ja, kein Problem. Ich kann trotzdem meine Eingaben im Stall machen, auch wenn ich keine Verbindung habe. Wenn die Verbindung wieder da ist, werden automatisch die Daten übertragen und die Daten landen so auch auf dem Steuerungscomputer. Okay. Aber wenn man jetzt ein bisschen weiter denkt, können auch solche Futteranpassungen komplett automatisch ablaufen. Gerade wenn man an Fremdarbeitskräfte denkt und so weiter, wo vielleicht nicht mehr unbedingt das Auge so vorhanden ist. Heißt, da haben wir unterschiedliche Systeme. Wir können über Fresszeitsteuerung bei der Trocken- und bei der Flüssigfütterung reden. Okay. Heißt, da werden Fresszeittabellen hinterlegt und so schnell wie die Tiere auffressen, wenn sie schnell auffressen, kriegen sie mehr zu fressen bei der nächsten Fütterung. Fressen sie ein bisschen langsamer, bekommen sie ein bisschen weniger. Heißt, das Ziel ist immer, dass der Trog vernünftig leer ist. Die anderen beiden Möglichkeiten ist einfach, wie schnell auch die Tiere wachsen. Weil sonst passt man sich eigentlich der Futterkurve nicht vernünftig an. Wenn Tiere schneller wachsen, sollten sie auch schon weiter in der Futterkurve sein, dass sie mehr Futter bekommen oder auch die richtige Futterzusammenstellung. Und dafür haben wir zwei unterschiedliche Systeme. Für die Großgruppen eine Tierwaage, wo die Tiere durchlaufen können, jedes Mal verwogen werden und da kriegen wir die Daten. Oder für Kleingruppen unsere Kameratechnik WeightCheck. Da wird eine Kamera oberhalb der Bucht installiert. Und die analysiert die Schweine, das Gewicht dazu und leitet das dann halt an die Datenbank. Und das kann man hier ganz gut erkennen. Die Daten von der Fütterungstechnik, von der Treesort und halt auch von WeightCheck werden alle in die Datenbank von Big Farmnet hineingegeben und dadurch werden die Anpassungen automatisch vorgenommen. Gut, fließt alles zusammen, verstanden. Bei Fütterung gehen natürlich bei mir auch ab und zu nebenbei nochmal so die Alarmglocken ein bisschen an. Der Hauptkostentreiber in meinem Kostenübersichtsmix ist natürlich das Futter am Ende des Tages. Ich optimiere auf einer Seite die Aufnahme, wie du gerade beschrieben hast, aber wie kann ich denn meine PS auch in Richtung Vermarktung und Gestaltung der Erlössituation auf den Grund bekommen? Und da haben wir im Endeffekt schon die beiden Themen oder die beiden Produkte, die wir eben schon angesprochen haben, die Treesort und WeightCheck. Mit beiden können wir optimal herausfinden, wie schwer die Tiere sind und wie sie sich auch entwickeln, die Tiere. Und somit können wir die Tiere immer zum optimalen Vermarktungszeitpunkt anmelden und somit auch liefern. Und darum kann man, wenn man zum richtigen Zeitpunkt verkauft, kann man den Erlös am besten steigern für die Tiere. Okay, das macht Sinn. Aufgrund des hohen Qualifikationsgrads, den unsere Kunden haben, ist es neben der Optimierung der Futtermittel mit Sicherheit bei vielen unserer Kunden auch ein persönliches Anliegen, dass es den Tieren im Stall gut geht, in Richtung Tiergesundheit. Haben wir flankierende Instrumente, die uns helfen, hier auch aktiv zu werden und eine Übersicht zu bekommen? Ich sage mir immer, wie kann man am besten erkennen, dass Tiere gesund sind, wenn sie vernünftig wachsen? Heißt, wir sind besonders gesund, sind immer gut gewachsen. Und das ist bei den Schweinen auch so. Und darum ist es sehr, sehr wichtig, das Tiergewicht permanent zu kontrollieren. Und solange das Tiergewicht passt und mit der Wachstumskurve übereinläuft, solange es nicht unter ist, läuft alles perfekt weiter. Wachsen die Tiere mal langsamer, heißt, sie fressen weniger, ist ja irgendwas im Argen. Dann schickt Big Farm eine Warnung raus und sagt, okay, deine Tiere haben diese hinterlegte Wachstumskurve verlassen, guck da mal nach, irgendwas ist da nicht in Ordnung, weil sie vielleicht weniger fressen oder andere Probleme haben. Gut, verstanden in Richtung dieser Überwachungsmöglichkeit. Ich denke aber gerade noch an was wesentlich Banaleres in dem Moment. 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag braucht ein Tier ja auch frische Luft. Und diese Thematik Klima sind wir bis jetzt noch gar nicht reingekommen. Wie gibt es denn dort die Brücke in Richtung Tiergesundheit und Klima, die wir schlagen könnten? Was wir ganz am Anfang gesagt haben,
Wir steuern nicht nur die Fütterungstechnik, nicht nur die Management-Tools, sondern auch die Klimasteuerung. Und für mich ist das ein sehr, sehr schönes Tool, Big FarmNet, weil ich komplett alle Klimadaten von allen Klimarechnern auf einem Überblick bekomme. Ich weiß, was die Temperaturen sind, ich weiß, was die Feuchtigkeit ist. Und gerade, ich bin so ein sehr, sehr unruhiger Mensch. Wenn man abends ins Bett geht, gucke ich noch mal ganz gerne auf den Klimacomputer nach, was wirklich die Temperaturen auch sind. Und somit einfach Tablet auf und ich sehe, was die Temperaturen sind, um halt ein gutes Gefühl zu haben, dass es den Tieren und einem selber auch gut geht. Des Weiteren, man hat mal bessere Tage oder wärmere Tage, mal kältere Tage, kann ich auch ohne Probleme direkt von Big FarmNet aus die Klimatemperaturen abändern, die Solltemperaturen, die erreicht werden. Ich muss nicht extra zum Stall laufen, sondern ich kann das direkt aus dem Büro abändern und kann sagen, ich ändere jetzt diese Temperatur auf 19,6 Grad als Solltemperatur. Des Weiteren, wir kamen ja über das Gesundheitsmonitoring da ja eigentlich her oder über die Gesundheit der Tiere. Gerade wenn man Schwierigkeiten mit den Tieren hat, ist es sehr, sehr interessant, einfach mal sich anzuschauen, wie die Temperaturen die letzten Tage waren, wie die Feuchtigkeiten waren, ob man da was dran erkennen kann, dass die Tiere sich halt erkältet haben über schlechte Temperaturen, dass das dann beim nächsten Mal auch vernünftig eingestellt werden kann. So kann man halt die Vergleiche da auch ziehen und auch unterschiedliche Abteile miteinander vergleichen. Also ich muss wirklich sagen, ganzheitlich ist diese Thematik rund ums Big FarmNet für mich jetzt wirklich schon. Ich habe jetzt noch einen Punkt. Betriebe wachsen häufig und der Qualifikationsgrad von den Leuten, die im Betrieb arbeiten, ist unterschiedlich, weit gefächert in dem Moment. Und der Umgang mit Tieren, da sind wir uns alle einig, ist sehr verantwortungsbewusst in dem Moment. Wie habe ich denn eine Möglichkeit, das zu staffeln, das zu unterstützen, dass mir dort kein Schaden droht? Ja, man hat immer mehr und mehr Fremdarbeitskräfte auf einer Anlage und da ist es immer entscheidender, ein vernünftiges User-Management zu haben. Man selber darf vielleicht alles ändern. Der Azubi darf Tiere umstallen, darf Futter anpassen. Die Angestellte darf Klimadaten noch abändern. Und das ist alles in Big FarmNet möglich. Über ein vernünftiges User-Management kann man jedem unterschiedliche Rechte geben. Und so kommt man gar nicht in die Gefahr, dass jemand was Falsches eingibt. Jetzt lass mich bitte zum Schluss noch einmal den Bedenkenträger spielen, weil wir sollten wirklich auch alle Punkte vernünftig bedenken. Und ich möchte gerne noch mal zurückkommen zu einem technischen Punkt. Vernetzung der Systeme und Austausch von Informationen ist maßstäblich dafür wichtig, dass Big FarmNet in dem Moment funktioniert. Wie sieht es denn damit aus, wenn ein Zahnrad in diesem Mechanismus auf einmal nicht mehr funktioniert? Bin ich da auf der sicheren Seite? Das Schöne ist ja bei Big FarmNet, dass wir eigentlich alles miteinander vernetzen. Sollte es aber mal Vernetzungsprobleme geben, ist das eigentlich, oder nicht eigentlich, es ist egal. Weil jedes System, wie es rechts dargestellt ist, auch autark laufen kann. Jedes System hat diese Informationen in seiner Datenbank, was sie braucht, um die Anlage zu steuern. Wenn die Verbindung wieder da ist, werden die restlichen Daten wieder miteinander ausgetauscht, alle sind auf dem neuesten Stand. Und es läuft wieder ganz normal weiter. Darum, Big FarmNet hat den großen Vorteil, kann im Ernstfall autark ohne Probleme laufen. Das hört sich ja so an, als ob das Ganze sicherer ist wie die Bank von England. Das schauen wir mal. Verehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer, an dieser Stelle erst einmal an Dennis ein herzliches Dankeschön dafür, dass du uns so einfühlsam und eher gut erklärend die Thematik vermittelt hast. Ihnen danken wir fürs Zuschauen bei unserer kurzen Vorstellung rund ums Big FarmNet. Wobei ich zum Ende vielleicht kurz zusammenfassen möchte, mit Big FarmNet haben Sie die Möglichkeit, alle Systeme gemeinsam in einem Betrieb zu betreiben und zu bearbeiten. Sie haben den Stand der Technik bei sich im Stall eingebaut. Der Industriestandard ist der gleiche wie unser Technikstandard, den Sie mit dem Big FarmNet haben. Und Sie haben die Weichen in Richtung Zukunft für die nächsten Jahre auf Ihrem Betrieb gestellt, um ganz oben mit dabei zu sein. Daher lässt sich sagen, die Zukunft liegt in Ihren Händen und Sie haben es unter Kontrolle. Vielen Dank.